Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Ich melde mich wieder mal zurück und ihr seht hier im Hintergrund einen schönen BMW. Und die Frage ist, warum seht ihr den? Und ich muss mal ein bisschen was aufklären. Und zwar sehen wir hier meine vier Autos, und zwar den Golf R, den BMW 320, also den Touring Car, das Formula B Auto und den Audi R8 RS Ultra oder was es auch ist, also das Le Mans Geschoss. Und zwar habe ich den Ford verkauft und mir den BMW gekauft, weil das einfach das Auto einfach besser ist, weil ich besser mit dem fahren kann und es passt einfach besser. Und was ich auch noch gemacht habe in der Zeit, schaut es euch einfach mal an, warte. Und zwar habe ich meinen Autos Sponsoren verteilt und all das. Eine Lackierung habe ich gegeben, also habe ich ihnen gegeben. Meistens Italienfarben, also grün, weiß, rot. Dann den Lola habe ich auch so, wie sagen wir, mit den gleichen Farben, so gesagt, einfach mit einem anderen Muster versehen, ein bisschen helleres Grün, ein bisschen giftigeres, das gefällt mir einfach ein bisschen besser. Und auch hier Sponsoren, also sieht echt geil aus. Und auch den R8, den habe ich noch nicht, also da mache ich nichts, da lasse ich ihn so, wie er ist, weil das passt schon so. Und was ich heute mit euch machen will in dieser Folge ist, diesen BMW hier zu dingseln, also zu bespritzen und also einfach zu stylen. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch ein Upgrade, das 40.000 kostet. Und wir haben ja die Kohle, also werden wir das auch investieren. Und wo kann ich das jetzt machen? So, Fahrzeuglackierung machen wir einfach mal hier. BMW 320 Touring Car. Ja, Touring. Okay, ja, das ist gut, es passt. Und jetzt holen wir uns hier ein Muster aus, also eins von 96. Und hier mit dem Stick kann ich das Auto mir ein bisschen besser anschauen. Wir suchen uns natürlich ein Muster, das ein bisschen die Farben der italienischen Flagge wieder enthalten, auch wenn das ein deutsches Auto ist. Aber ich suche gerade ein bisschen so vorne grün. Warte mal, das sieht doch noch geil aus. Ja komm, wir nehmen jetzt mal Kategorie ändern. Ah, jetzt bin ich aber da wieder weg, scheiße. Oh, welche, ah, das war's, hier. So, das nehmen wir, dann schauen wir die Farben an, also die Karosserie sollte schon weiß sein, weil das sonst nicht so toll aussieht. Dann erste Farbe ist natürlich, das heißt, das muss weiß sein, wenn ich das richtig verstehe. Ah, nee, das ist das Hinterteil. Okay, das muss dann natürlich rot sein. Aber rot, so. Schauen wir uns das mal an. So, das sieht gut aus. Dann hier, das ist wahrscheinlich der mittlere Teil. Ja. Den machen wir weiß. Und dann vorne grün. Warte mal, ich muss mir das anschauen. Nicht ganz so hell. So, das sieht gut aus. Und jetzt noch eine Zahl vielleicht. Nee, das sieht schwul aus. Okay, das machen wir nicht. Aber die Felgen werden wir uns jetzt noch auswählen. Und zwar wollen wir ein bisschen was Geiles an unserem
BMW. Na, das sieht alles nicht so toll aus. Das sieht doch geil aus, ne? Nee, das sieht alles ein bisschen scheiße aus. Die sehen frech aus. Da kann man sogar noch Größe. Also das ist, glaube ich, das Größte hier. Aber eben, also wir behalten mal Felge 13 im Kopf. Und das sind so die typischen alten Golf-Felgen, also Golf 1, Golf 2. Die hatten die früher immer drauf. Aber heute sind die nicht mehr so in. Da, die sehen auch noch frech aus. Machen wir mal 20 im Kopf merken. Also wir haben echt viel Auswahl für wenig, wie sagt man, wenig Autos, ja. Ja, das sieht alles so ein bisschen billig aus, wenn ich es mal so sagen darf. Die gefällt mir eigentlich auch noch, das ist die 35. Weißt du was, wir nehmen jetzt einfach diese 35. Und zwar die das größte Format. Und jetzt Sponsoren. Schauen wir mal. Und zwar... Besiegen einen Langstrecken, wenn man einen Spieler mit einem höheren Level für eine Runde lang. Ja, Drift-Event. Ich kann ja nicht driften. Das sind auch immer so Sachen. Ich kann nicht driften. Okay, verbessere unseren Renn-Event. So, jetzt holen wir schon mal einen zweiten Sponsor hier. Ich muss sagen, dieser Sponsor passt aufs Auto, aber nicht da hinten, dass ich den nicht Logo wechseln. Ah. Aber der da drüben... Ich tue jetzt einfach den drauf, weil es gut aussieht. So, warte mal. Oh, sind wir da schon vorbei? Warte mal. Ja. Okay. Besiege in einem Rennevent ein Spiel mit einem höheren Level. Okay, dann werden wir den noch draufhauen. Das ist halt, das kostet auch Geld. Verbessere deine Runde in einem Zeitfahr-Event. Werde in einem Rennen mindestens 8er. Ja, ich glaube, das... Obwohl, das ist so ein Joker, komm. Wir suchen uns zusammen in einem Drift-Event. Ja, das ist nicht so meins. Absolviere ein Zeitfahren ohne Kollision. Ja, komm, was gibt's denn hier noch? Ja, okay. Absolviere ein Zeitfahren-Event ohne Kollision. Nee. Die geben zu wenig Geld. So, hier. Na, Drift-Event. Besiege in einem Langstreckenrennen. Führe in einem Rennen-Event eine Runde lang. Okay, den werden wir sicherlich noch einfügen. Jetzt müssen wir da weit nach hinten wieder. So, warte mal. Hier waren wir. Gut, 50. Führe in einem Renn-Event eine Runde lang. Gut, und wenn wir den noch draufhauen und jetzt noch den letzten... Und zwar einer, der ein bisschen Kohle gibt. Also warte mal, ich suche jetzt nochmal die 33 war es. Genau, wir nehmen einfach den BMC Air Filter. Oder was? Ja, Filter. So, und das sind jetzt unsere... Warte mal. Hier können wir noch Layout... Ah, also das können wir alles noch ein bisschen verändern.
Aber ich lasse es so, das sieht gut aus. Okay, fertig. Auf diesem Fahrzeug anwenden. So, jetzt sind wir hier auch schon zu Ende. Und so wird wahrscheinlich schon, Entschuldigung, bin ich raus aus dem Online. Und so mit den grün, weiß, rot wird auch jedes Auto wahrscheinlich von mir ausschauen. Wenn euch das natürlich nichts macht. Und jetzt werden wir uns einen Tourenwagen-Server suchen. Ja, aber hier ist nichts am Laufen. Dann suchen wir einfach mal allgemein. In der Lobby. Ja, es ist schwer hier. Party-Modus. Ist das Zeitfahren? Ja, okay, dann trete ich hier mal bei. Dann werde ich halt ohne meine Autos fahren. Das ändert Einstellungen. Ja, also, ich gehe natürlich mit dem HSV 010 GT, also mit dem Honda hier, ins Rennen. Und ich bin bereit. Also von mir aus kann es losgehen. Horst ändert Einstellungen. Kamikaze Number One. Oh, falsch. Ich wollte hier das anzeigen. Ah, okay. Evo, der sollte neu sein, ja. Und ich... Ich habe übrigens nur noch den durchschnittlichen dritten Platz. Den muss ich mir natürlich wieder gut machen, irgendwie. Ich weiß nicht wie. Oh, scheiße, da ist aber noch ein paar gute dabei. Ja, die sind also nicht schlecht. Besonders der hier. Und ich hoffe, der Horst ändert mal diese scheiß Einstellungen und wir können endlich mal loslegen. Ich mache, glaube ich, hier mal schon einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Rennen sind. Ladies and Gentlemen, ich melde mich wieder zurück und zwar fahren wir jetzt mit den Indy-Cars, also Open Wheel Formula A. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn wir Formula B fahren. Ja. Und es sind drei Events und ich werde jetzt diesen hier fahren. Den schneiden und dann die anderen zwei Runden in einen separaten Part schneiden, weil ich ja vorhin schon das mit dem Autotuning und Farben und so mit den Felgen, also gesagt, das Auto da präpariert habe. Deshalb werde ich jetzt nur dieses Rennen hier machen, also nee, dieses Zeitfahren und starte von zuvorderst. Werde ich nur das hier machen und dann unterbrechen und dann einen zweiten Teil daraus machen. Und ich starte von zuvorderst. Weiß Gott warum. Aber diese Chance müssen wir nutzen. Wenn wir vorne wegfahren können, können wir uns ein bisschen selber, also sind wir selber unterwegs. Und das Gute ist, dass der Kamikaze hinter uns ist. Ah, ich habe Schluck auf irgendwie. So, jetzt aber hier Concentration. Wir fahren anscheinend durchsichtig. Ich frage auch den Henker, wieso. Wow, die gehen aber ab hier. Oh, da ist mal gerade mal einer richtig auf den Fersen. Aber ich glaube, der hat sein Auto getuned. Ja. Also das ist, glaube ich, dem sein Auto, der hat das gekauft. Ich bin noch nie Spa so gefahren. Also, das wird wahrscheinlich noch lustig jetzt. Boah! Wie gesagt. Wie gesagt, schon getan, ne? So. Jetzt sind wir nur noch Dritter. Scheiße. So, schön die Bande da benutzt.
Ja, aber so Spa zu fahren, das ist recht ungewöhnlich. Also ich muss mich jetzt ein bisschen daran gewöhnen. So, jetzt da wahrscheinlich ein bisschen besser als Huckleberry raus beschleunigt. Jetzt Windschatten. Wow, jetzt kommt da Orange, oder? Wow. Wow, das habe ich aber gut gefahren da. Das ist echt geil, so zu fahren. Muss ich jetzt mal sagen. Oh. Ja, und ich bin nicht der Einzige, der sich da verbremst. Und nach einer Runde auf Platz 2, das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, warum ist es denn so schnell? Hat es der abgekürzt und keine Strafe dafür gekriegt oder was? Aber wir halten uns da schön auf Platz 3. Unsere Durchschnittsplatzierung sollte natürlich erhalten bleiben. So, jetzt hat er sich da zurückgesetzt. Weiß der Geier, wieso? So, jetzt, wo ist er? In mir drin. Super. Also er hat anscheinend nicht so viel Ahnung von Fahren. Für mich gilt ja immer, keine Rückblenden benutzen. Ich habe ja, glaube ich, noch nie eine benutzt. Weil das ist recht, man muss natürlich so ein Spiel so realistisch wie möglich halten. Und jetzt bin ich hier alleine auf dem zweiten Platz. Und das ganz solide. So, jetzt nochmal meine Lieblingsstelle, Eau Rouge. Hui! Also das Auto hebt ab und es fühlt sich so leicht an zum Steuern. Also schon ein geiles Feeling. Scheiße. Schon wieder zu weit da hinten. Also da muss ich jetzt die nächste Runde mal ein bisschen aufpassen. Fortress hat das Rennen aufgegeben. Jetzt sind es nur noch 5. So, jetzt Achtung. Diese Stelle ist auch relativ gefährlich. Da bricht das Heck aus. Traktionsverlust natürlich. So, das haben wir gut gefahren, aber Achtung, von hinten kommen da schon wieder Gegner. Obwohl, ja, wow. So, aber wir haben es gleich geschafft. Jetzt nochmal hier, boah, Berg hoch. Die kommen aber nochmal richtig nah da. So, das haben wir gut gefahren, da gut raus beschleunigt. Aber der gute Huckleberry ist auch da. Also jetzt wird es nochmal spannend. Ich will eigentlich jetzt meine Position nicht hergeben. So, hier Vollgas. Was auch er macht. Nein. Wo ist er? Er ist vor mir. Das ist doch ein Witz. Oh, aber der ist nochmal richtig schnell gefahren. Also was die Zeit jetzt angeht, natürlich. Oh, nee. Das geht immer ein paar EPs. Und ich mache Minus. Ich mache Minus. Also, ich bedanke mich übrigens fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.